In der nordamerikanischen Prärie folgten über hunderte von Jahren hinweg die Menschen dem Büffel. Er gab ihnen Nahrung und Material für ihre Zelte, Kleidung und Waffen. Und es erforderte richtig viel Mut, sich solch einem Koloss aus Fleisch und Fell entgegenzustellen. Die Büffel, die sind fort. Die Menschen aber, die diesen Büffel gejagt haben, leben noch immer dort. Die Indianer der Prärie. Und wir hatten das große Glück, diese Menschen in ihren Reservaten zu besuchen, mit den Alten am Lagerfeuer zu sitzen und an ihren Ritualen teilzuhaben. Und die Menschen dort erzählen sich folgende Geschichte. Ein Indianerjunge kommt abends aufgeregt in das Tipi seines Großvaters gelaufen. Großvater, Großvater, ich habe geträumt. Ich habe geträumt, in meiner Brust, da kämpfen zwei Wölfe miteinander. Der eine Wolf, er war böse, er war missgünstig, er war feige. Der andere Wolf war gut, er war friedfertig, hoffnungsvoll, weise. Der Alte lächelte. Diese beiden Wölfe kämpfen in der Brust jedes Menschen. Und Großvater, der Junge schaute den Alten mit großen Augen an. Welcher Wolf wird in mir siegen? Und der Alte spricht, der Wolf, den du nährst. Und als der kleine Indianerjunge dies von seinem Großvater hört, ist er erleichtert. Denn er weiß nun, dass er selber beeinflussen kann, welcher dieser beiden Wölfe in ihm die Oberhand behält. Indianer sagen, what you give, you get. Und uns interessiert, was die Indianer sagen. Uns interessiert, was wir auch heute noch von Naturvölkern oder besser indigenen Kulturen lernen können. Und wir werden natürlich gefragt, ja, was kann man denn von denen lernen? Und das ist eine gute zweite Frage. Und wir würden am liebsten den ganzen Tag darüber berichten. Aber zunächst ist eine andere Frage wichtiger, nämlich wie können wir von Naturvölkern lernen? Oder nochmal anders, welche Haltung braucht es, um von indigenen Kulturen lernen zu können? Wir sind überzeugt, viele Konzepte sind austauschbar, Bewertungen sind veränderlich. Die eigene Erfahrung jedoch ist unantastbar. Wir glauben, dass die eigene Erfahrung die beste Grundlage dafür bietet, neue Erkenntnisse zu erlangen. Wir möchten Sie nun mitnehmen auf unsere eigene Heldenreise hin zu dem Sundance der Paiute First Nations nach Kanada. Und der Sundance ist das höchste Ritual der Prärie-Indianer. Dort haben wir 4 Tage gefastet, 2,5 Tage nichts getrunken und dann am 4. Tag unser eigenes Fleisch geopfert. Es beginnt donnerstags mit einer rituellen Wanderung, dem Walk of Life. Und angeführt von den Stammesältesten, den Eltern, geht es in Gemeinschaft hin zu der heiligen Stätte, wo der Sundance stattfindet. Und dort legt man auch sein Commitment ab. Und das Commitment ist eine Selbstverpflichtung, man schließt es mit sich selbst und dem Creator. In der christlichen Tradition würden wir hier vom Schöpfer sprechen. Und das ist das Interessante. Das Commitment wird von außen überhaupt nicht kontrolliert. Es wird nicht nachgehalten, ob man vielleicht doch heimlich isst oder trinkt oder anderweitig gegen sein eigenes Versprechen verstößt. Das heißt, die Polizei ist man selber. Der 2. Tag, der Freitag, ist dem gemeinschaftlichen Bau der Sundance Lodge gewidmet. Die Lodge wird jedes Jahr neu errichtet und in der Mitte getragen vom Tree of Life, vom Baum des Lebens. Und der Tree of Life verbindet Mutter Erde mit dem Creator. Wir wurden gebeten, keine Fotos zu machen, was wir natürlich respektiert haben. Am Samstag dann haben die Sonnentänzer 2 Möglichkeiten. Entweder 16 Stunden lang von Sonnenauf bis Sonnenuntergang auf einem Hügel in der Wildnis zu sitzen und zu meditieren. Regungslos. Oder aber in der Sundance Lodge ohne Unterlass zu tanzen. Zum monotonen Klang der Trommeln. Und dann der Sonntag. Das ist der große Tag. Hier opfert der Sonnentänzer sein eigenes Fleisch. Dazu wird die Haut an der Brust aufgeschnitten und es werden fingerdicke Stöckchen unter die Haut der Brust geschoben.
An diese werden Schnüre befestigt, die wiederum zum Tree of Life führen. Und so angebunden tanzt der Sonnentänzer viermal um den Tree herum, um sich dann am Ende zurückzuwerfen nach hinten, sodass die Stöcke aus der Haut herausreißen. Und wird symbolisch damit neu geboren. What you give, you get. Wir haben erlebt, welchen Unterschied die eigene Haltung machen kann. Für den einen von uns war der Sundance fast wie eine Nahtoderfahrung. Sich aufopfern, sich verausgaben für den Stamm. Für den anderen war es eher ein stolzer Akt, so wie von einem unbeugsamen Indianer. Und als wir dann am Ende glücklich und auch erschöpft am Tree of Life standen, dann kam einer der Elder zu uns und sagte, "You are warriors now. And when you are back home, tell your people, tell them how much we love Mother Earth. And we are here tonight to fulfill our commitment." Hi, hi. Damit wird auch klar, es geht beim Sundance nicht um den Adrenalinkick. Es ist keine Mutprobe und auch keine neue Extremsportart. Und schon gar kein Folklore-Zirkus. Sich zu opfern, kann in der Vorstellung der Indianer zum Wohl der Gemeinschaft beitragen. Und ganz so fremd ist uns diese Vorstellung auch nicht. Gläubige fasten vor heiligen Feiertagen. Mönche leben traditionell in Entbehrung. Jesus opferte sich zum Heil seiner Anhänger. Sich zu opfern erfordert Mut. Es erfordert, sich das Opferschild von der Stirn zu reißen. Es erfordert, sich der eigenen Angst zu stellen. Unsere Angst versucht in der Regel zu verhindern, dass wir zum Opfer werden. Und das ist gut so. Aber Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr deren Überwindung. Wir haben beim Sundance einen Indianer erlebt, der vor Aufregung zitterte und dem die Tränen über das Gesicht liefen. Und trotzdem hat er dieses Opfer gebracht und sich seiner Angst gestellt. Eine Zeremonie wie der Sundance findet immer in Gemeinschaft statt. Indianer sagen, wir sind stets miteinander verbunden. Wir sind also Anteile eines viel größeren Ganzen. Und während einer solchen Zeremonie wird man den Elder sagen hören, die Energie einer solchen Zeremonie kommt immer von allen gemeinschaftlich. Und er selber sei in erster Linie ein Mittler der Welten. Und deshalb bedankt man sich am Ende auch einer solchen Zeremonie bei allem, mit dem man verbunden ist. Mit den Worten "To all my relations" oder in der Sprache der Cree "Kekeau Niwagumak". Hier bei uns erscheint uns die Welt häufig wirr und unstet. Wir suchen nach Orientierung und Sinn. Und wir erleben die Welt als sehr individualistisch. Deswegen streben wir auch nach individueller Entwicklung. Wir erleben uns dabei häufig als das Zentrum des Universums, eingeschlossen in einem Vakuum. To all my relations hingegen verortet den eigenen Platz innerhalb der Gemeinschaft. Persönliche Entwicklung ist in Augen der Indianer also immer auch verbunden mit der Entwicklung des Gemeinwesens. Moncha Angus, eine Mohawk Elder, sagt, "When our women and our men come to understand their place and role in the community that they are responsible to, then our nations become fully revived." Man kann sich das vorstellen, ja, wie in einem großen Orchester. Auch dort hat jeder Musiker seinen eigenen festen Platz. What you give, you get. Was heißt das eigentlich? Es wird häufig missverstanden im Sinne von you give and you take. Es geht aber überhaupt nicht um das Geben und Nehmen. Es ist nicht wie mal gewinnt man, mal verliert man oder ich gebe, was ich will und ich nehme mir, was ich brauche. So ist es nicht. Es ist auch keine Buchführung der Gefälligkeiten. Nicht nach dem Motto, ich tue dir was Gutes und im Gegenzug bekomme ich von dir was Gutes. Zum Beispiel, ich liefere gute Leistung ab, dafür muss mir mein Chef doch auch Anerkennung zollen. So ist es nicht gemeint. Vielmehr, wofür stehe ich ein? Was ist mir etwas wert?
Die eigenen Werte können nur wachsen und gedeihen, wenn man sie nährt und schützt, wie ein Baby. Man zahlt also auf sein eigenes Guthabenkonto ein, wenn man den eigenen Werten folgt. So wird man zum Held seiner eigenen Geschichte. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Opfer zu sein und sich zu opfern. Der Held opfert sich und wird dadurch erst zum Helden. Was heißt what you give, you get nun? Am ehesten wohl, was ich gebe, erlebe ich auch. Aber ist das nicht furchtbar mühselig und anstrengend? Ja, na klar, manchmal. Und trotzdem mache ich es. Helden sind nicht immer klug und mit Sicherheit auch nicht immer rational. Aber sie hören auf ihre innere Stimme. Und sie folgen ihr, und wenn es sein muss, dann auch mit Kämpferherz. Wer kennt die Geschichte der jamaikanischen Bobmannschaft, die zu einer Winterolympiade reisen wollte? Mal gerade die Hand hoch. Ja, es sind einige. Also wie verrückt muss man sein, um solch eine Idee zu verfolgen? Ja? Und wie viel Häme müssen diese Sportler anfangs wohl eingesteckt haben? Wie viele mitleidige Blicke? Und trotzdem, sie haben es gemacht. Und am Ende waren sie genau damit viel erfolgreicher, als es ihnen so mancher hat anfangs zugetraut. Und damit haben sie vielen Menschen Mut gemacht und Hoffnung geschenkt. Manchmal ist die größte Kompetenz, die ein Held besitzen kann, Durchhaltevermögen. Als wir beim Sundance 16 Stunden meditierend auf dem Berg saßen oder innerhalb der Lodge getanzt haben, ging es für uns auch darum, durchzuhalten. Man könnte sagen, stop whining, keep moving. Die Zähne zusammenbeißen, nicht jammern, machen. Ein amerikanischer Basketballprofi hat gesagt, Profi zu sein bedeutet für ihn, die Dinge, die er liebt zu tun, auch zu tun an jenen Tagen, an denen er sich nicht danach fühlt. Stop whining, keep moving. Indianer fragen danach, was ist deine Medizin? Doch was meinen sie damit? Es geht hier nicht um eine Pille oder um irgendein Kraut. Vielmehr richtet sich die Frage dahingehend, wie kann jemand sein eigenes Talent einbringen zum Wohle der Gemeinschaft? Häufig findet dies Ausdruck in einem spirituellen Namen. Indianer machen also sehr früh ihre Hausaufgaben darin, ihre persönliche Aufgabe im Leben zu finden. Mithilfe von Vision Quests, Meditationsläufen, bei denen sie sich immer wieder zurückziehen in die Einsamkeit der Natur. Ein Talent ist also keine rein private Eigenschaft, mit der man sich brüsten kann, wow, wie toll man ist. Dem Ruf des Herzens zu folgen bedeutet vielmehr, sich immer wieder auch einzusetzen für das Wohl der Gemeinschaft. Leidenschaft und Passion, in diesen Worten steckt doch das Heldenhafte bereits drin. Für was brenne ich? Für was bin ich bereit, mich zu opfern? Oder viel besser ausgedrückt, wie schaffe ich es, den guten Wolf in mir zu nähren. Doch was heißt das für uns? Wie können wir den guten Wolf nähern? Wir hören manchmal, sich zu opfern, das hört sich aber gar nicht schön an. Im Englischen wird es klarer. Dort gibt es das Victim, das Opfer, dem etwas zustößt. Und es gibt das Sacrifice, die Opfergabe, die ich bereit bin zu geben. Das Wort sacred, heilig, steckt hier drin. Sich opfern fast als heiliger Akt. Und in diesem Sinne wollen wir es verstanden wissen. Und dann kommt manchmal einer und sagt, okay, unter diesen Bedingungen, das hört sich gut an. Doch wie kann ich jetzt zum Helden werden? Für den haben wir 5 Tipps an der Hand. Erstens, was ich gebe, erlebe ich. Wähle eine Person aus, der du für eine Weile deine ganz positive Energie schenkst. Und nimm wahr, wie diese Person durch deine Unterstützung wächst. Und nimm auch wahr, wie du selber dadurch wächst. Zweitens, spiritueller Name. Welchen spirituellen Namen trägst du? Oder anders, was ist deine Mission im Leben? Wofür bist du bereit, dich zu opfern? Und wo in deinem Leben hast du es schon getan? Drittens, und trotzdem. Bei welchem Projekt, bei welchem Vorhaben, bei dem du Widerstand erfährst, kannst du nun zum Helden werden und sagen, und trotzdem, und es dann machen? Viertens, stop whining, keep moving. Vielleicht kennen das einige.
Man hat ein Projekt vor sich und das zieht sich so endlos lange hin wie Zerrkaugummi. Und manchmal hilft einfach nur, Stück für Stück es weiterzumachen. Augen zu und durch. Oder stop whining, keep moving. Fünftens, reiß dir das Opferschild von der Stirn. Bei was hängt dir das Mitleid der anderen oder auch dein eigenes inzwischen zum Hals heraus? Und wo kannst du nun zum stolzen Krieger werden und das Mitleid von dir abschreifen? Und wenn du das alles oder vielleicht auch nur eines davon gemacht hast, dann schau mal in den Spiegel und sag, dass du kein Held bist. Wir glauben, es wird dir nicht gelingen. Und wer mag, kann jetzt dem guten Wolf die Hand auf die Brust legen und ihn bestärken. Viel Freude dabei. To all our relations. Hi, hi.